Frage an der Uni Wien. Was bestimmt menschliches Verhalten? Das ist die Frage, die wir heute gemeinsam mit Forscherinnen und Forschern diskutieren. Zunächst begrüßt uns Rektor Heinz Engel, gefolgt von einer Keynote von Nicholas Connard. Während der Diskussion sammeln wir Ihre Fragen. Dafür können Sie auf Slido gehen, den Eventcode Semesterfrage eingeben oder Sie können auch hier, wird es dann eingeblendet, diesen QR-Code abfotografieren und Ihre Fragen stellen, die wir dann hier gemeinsam mit den Forscherinnen und Forschern diskutieren. Viel Spaß dabei. Rektor Engel, bitte. So, ich versuche nun mein Manuskript über dieses Notebook zu legen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich begrüße Sie als Rektor der Uni Wien zur heutigen Veranstaltung der Semesterfrage, was bestimmt menschliches Verhalten? Und zwar mit großer Freude, weil das erstmals wieder eine Veranstaltung Semesterfrage, so wie wir sie seit Jahren gewohnt sind, nämlich in Person im großen Festsaal ist. Im Jänner 2020 hat diese Semesterfrage zuletzt vor Ort stattgefunden. Wie schön ist es, heute wieder hier zu sein, und wir freuen uns, dass Sie dieser Einladung gefolgt sind. Und dass man wieder Veranstaltungen besuchen wird, wird hoffentlich bald zur Normalität gehören. So ganz sicher kann man sich nicht sein. Die Semesterfrage ist ein Format, mit dem die Universität ihre Innovationskraft und ihre Veränderungsstärke beweisen will. Im Manuskript steht bewiesen hat, aber ich glaube, beweisen will ist besser. Es gab auch keine Corona-Pause, sondern nur den Wechsel ins Online-Setting. Und heute können wir nicht nur hier, sondern auch über Internet ein hybrides Format präsentieren. Die Diskussionsteilnahme ist vor Ort und online möglich. Unser Motto für die 650-Jahr-Feier vor einigen Jahren war: Wir stellen die Fragen seit 1365. Die interessante Antwort der TU Wien war übrigens: Wir geben die Antworten, seit, ich weiß nicht, 1800 irgendwas. Aber ist ganz gut. Seitdem haben wir also das Motto unermüdlich neugierig. Also Fragen stellen, die wissenschaftliche und gesellschaftliche Relevanz haben. Das tun wir auch und insbesondere in der Semesterfrage, die eine langjährige Kooperation mit dem Standard ist. Die Fragen der letzten Jahre waren: Wie retten wir unser Klima? Wie schützen wir die Artenvielfalt? Keynotes damals von Mojib Latif und Katrin Böning-Gese. Welche Wirkstoffe haben Gesundheit, haben Zukunft? Gesundheit aus dem Labor. Keynotes von Norbert Bischofberger, dem Schöpfer des Nicht-Corona-Impfstoffs. Biologen hier. Ebola, des Ebola-Impfstoffs, und die andere Keynote von Andreas Barner, damals CEO Böhringer Ingelheim. Andere Themen: Was ist uns Demokratie wert, was eint Europa? Keynotes vom früheren deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck und vom früheren österreichischen Bundeskanzler Franz Vranitzky. Also eine stolze Bilanz, es gab noch einige weitere Themen. Im Wintersemester 2022-2023 wird sich die Semesterfrage mit der Zukunft der Demokratie im digitalen Zeitalter beschäftigen. Das Thema heute: Von der Frühgeschichte bis in die Zukunft, eine Diskussion, wie sehr unsere täglichen Entscheidungen von Faktoren mitbestimmt werden, die bis tief in die Menschheitsgeschichte reichen. Die Keynote, wie gesagt, wird Nicholas Connard geben, wie ich höre, derzeit in Tübingen am Senftenberg-Institut, das Clement Dockner leitet, den ich herzlich begrüße. Er war ja früher als FWF-Präsident ein starker Partner der österreichischen Universitäten. Ein international bekannter prähistorischer Archäologe, der heute den Tag mit unseren Neuberufenen, insbesondere dem Team von Tom Higham, verbracht hat. Sein Impulsreferat wird sein: Seit wann gibt es Menschen wie uns? Moderation, wie üblich oder wie inzwischen glücklicherweise üblich, der Chefredakteur des Standard, Martin Kotinek, dem ich herzlich dafür danke. Ich wünsche uns allen einen spannenden Abend. Vielen Dank. Nicholas Connard ist prähistorischer Archäologe an der Universität Tübingen. Er leitet seit den 1980er Jahren Ausgrabungen in Eurasien und Afrika. Bekannt ist er insbesondere für die ältesten Belege für Musik,
figürliche Kunst und Glauben. Heute gibt uns einen Überblick, seit wann es den modernen Menschen gibt und was ihn antreibt. Wir können tief eintauchen mit Ihnen gemeinsam in die Menschheitsgeschichte. Professor Konrad, bitteschön. Magnifizenz, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Studierende, sehe ich auch einige, und Absolventen, ein paar von meinen Absolventen sind im Raum, das finde ich besonders schön. Ich möchte auch danken für die Einladung, über meine Arbeit zu erzählen. Ich mache das relativ kompakt, weil es nicht viel Zeit gibt für den Einstieg. Schreibe ich die Uhrzeit auf, dass ich nicht übertreibe, und wir legen los. Seit wann gibt es Menschen wie uns? Einige Forschungsfragen. Ab wann gibt es Menschen mit unserem Körperbau erstmal und mit unseren kulturellen Fähigkeiten? Welche Rolle spielen die figürliche Kunst und die Musik beim evolutionären Erfolg des Homo sapiens? Das werde ich streifen, und in der Diskussion werden weitere Punkte sicherlich erläutert, auch von meinen Kolleginnen und Kollegen, die vorne stehen werden. Ich habe schon in den Vorgesprächsrunden gesehen, was für Talent wir da haben. Ich freue mich auch auf die Diskussion. Ja, ich würde am liebsten vor 7 Millionen Jahren, Gerhard, das wird nachvollziehen können, dass ich erst vielleicht 300.000 vor heute beginnen. Und auch Dank an den Kollegen aus der Anthropologie und Urgeschichte an der Universität, und auch Grüße an Kollegen von der Akademie der Wissenschaft, die auch anwesend sind. Beginnen wir in Schöningen. Schöningen ist ein wichtiger Standort für uns, auch ein Senckenberg-Grabung. Datiert 300.000 vor heute. Da können wir dokumentieren, dass Homo heidelbergensis eine ganze Reihe von sehr fortschrittlichen Fähigkeiten hatten in der Technik. Die haben hochwertige organische Artefakte aus Knochen, Geweih, Elfenbein produziert, Steinartefakte, aber auch hochwertige Steinwerkzeuge. Es ist eindeutig so, dass vor 300.000 Jahren vor heute es schon eine Vorausplanung gab, sicherlich in irgendeiner Form eine Möglichkeit, über die Vergangenheit, Zukunft und Augenblick zu kommunizieren, auch wenn es in eine rudimentäre Form war. Wir werden sehen, in den Jahrzehntausenden und Hunderttausenden danach gibt es weitere Entwicklungen, die unsere Geschichte etwas näher bringen. Wie sieht es bei den Neandertalern aus, die auch eine Hominidenform in Europa, was auch etwa seit 300.000 Jahren gibt. Schöningen entspricht der Ausgangszeit von Homo heidelbergensis. Bei den Neandertalern sehen wir auch ein Universum an archäologischen Hinterlassenschaft, und wir sehen auch einige symbolische Artefakte. Bei Spätneandertalern kommt Schmuck zum Beispiel vor, immer durchlochte Naturprodukte. Es gibt auch manchmal geometrische Muster. Unklar ist, ob diese Muster intentionell sind, ob die Informationsträger sind oder Zufallsprodukte. Das können wir auch diskutieren. Auf jeden Fall werden wir jetzt auch ein bisschen Geschmackssache, Meinungssache, Auslegungssache. Manche Leute denken, dass ich irgendwas gegen Neandertaler habe. Stimmt überhaupt nicht. Ich habe über Neandertaler promoviert. Ich liebe Neandertaler, und wir tragen meistens von uns im Raum immer also ein paar Prozent Neandertaler mit uns, was ich persönlich als Bereicherung sehe. Jetzt, seit wann gibt es moderne Menschen? Auch etwa 300.000 vor heute. Auch hier immer ein bisschen Diskussionssache, weil wir mit Chronospezies zu tun haben. Ein Spezies entsteht nicht aus dem Nichts, sondern entwickelt sich aus vorherigen Formen. Aber in Jebel Irhoud in Marokko, etwa 300.000 vor heute, haben wir Menschen mit unserem Körperbau und auch kraniale Morphologie. Auch spätere, sehr bekannte Belege aus Äthiopien, wie in Herto, etwas später, 160.000 vor heute. Aber ich denke, ein entscheidender Punkt ist, während Homo heidelbergensis auslief, Neandertaler entstanden sind, auch weiter im Osten Denisovans, gab es schon moderne Menschen in Afrika, anatomisch moderne Menschen. Und unsere Frage für heute ist, ab wann haben wir auch eine Verhaltensform, was mit unseren vergleichbar ist? Und das werden wir gleich sehen. Erstmal die Ergebnisse aus Südafrika. Ich werde viel von meinen eigenen Grabungen erzählen, weil ich natürlich eine gewisse Verbundenheit habe. In Sobotu graben wir seit
ja, mehr als ein Jahrzehnt mit hochwertigen Funden. Aus zeitlichen Gründen möchte ich aber die besonders bekannte Funde aus Blombos in Südafrika und auch aus Deep Kloof, die sind immer Darstellungen, die sind sicherlich Informationsträger, die sind keine zufälligen Darstellungen. Die sind aber relativ spät, erst, sagen wir, 75.000 Jahre vor heute, 65.000 vor heute. Aber eindeutige Beispiele sehen wir hier aus Blombos mit, von Rautenmustern. Hier gibt es keine Diskussion, die sind Informationsträger, irgendwas wird hier festgehalten. Es ist wiederum schwer für uns zu wissen, genau welche Informationen hier vermittelt werden. In Deep Kloof, eine Grabung, wo auch unser Institut in Senckenberg mitgewirkt hat, haben wir eine etwas andere Situation mit verzierten Straußeneiern. Die waren Wasserbehältnisse und man sieht hier, denke ich, für Sie im Publikum gut erkennbar, unterschiedliche Muster. Oft diese eisenbahnlinieartige parallele Linien mit ganz vielen Querlinien, Kreuzmustern und vieles mehr. Die sind sicherlich absichtliche Darstellungen, aber bleiben abstrakte Darstellungen. Die erste figürliche Darstellung kommen wir später, um die 30.000 vor heute in Afrika. Auch hier gibt es unterschiedliche Deutungsansätze, unter anderem zum Beispiel eine Identifikation der Eier bzw. Behältnisse mit unterschiedlichen sozialen Einheiten, kann man zum Beispiel von John Parkintons Arbeit herauslesen. Wie sieht es außerhalb Afrika aus? Auch hier streife ich nur ein paar Grabungen der Uni Tübingen und auch Senckenberg. Garibouf im Zagros-Gebiet ist typisch. Eine wunderbare Landschaft in der Fars-Provinz. Hier gehen die Grabungen mehr als 5 Meter tief. Hier möchte ich auch ausdrücklich etwas Werbung machen für meine Wiener Kollegen. Tom Heim und Katharina Duke haben die Datierungen für uns gemacht, gemeinsam mit auch anderen Kollegen natürlich. Ich finde es ausgesprochen toll, dass Katharina und Tom jetzt in Wien sind. Ich meine Tom hinten, schön, ich habe dich gefragt, ob du es schaffst. Schön, dass du da bist. Auch eine enge Kollege und ein riesiger Gewinn für die Uni Tübingen. Hier sehen wir, dass die älteste Belege für, ich kann nicht alle Fachbegriffe vermeiden, dass wir differenzieren zwischen dem Mittelpaläolithikum und Jungpaläolithikum. In Eurasien ist das Mittelpaläolithikum der Zeit der Neandertaler, das Jungpaläolithikum die Zeit der modernen Menschen. Und das Jungpaläolithikum beginnt in Iran und auch über breiten Teil der Levante, so wie Katharina und Tom belegt haben. Ja, im Bereich, je nachdem, wo man sich befindet, 40.000 Jahre vor heute. Interessanterweise ist das auch in Iran, das gleiche gilt für meine Graben in Syrien, überhaupt überall in Südwestasien, haben wir Schmuck, auch Schmuck in Form von durchlochte Naturprodukte, aber haben die eine dreidimensionale Formgebung und auch keine Kunst und keine komplexere symbolische Darstellung, die wir später bald kennenlernen werden. Das heißt, eine weit entwickelte Technik, aber wenig Symbolik. Damit kommen wir nach Mitteleuropa und Tübingen und die Schwäbische Alb ist ein Gebiet. Rektor Engel, ich muss mir zurückhalten, ich würde gerne die Forschungsgeschichte, die Rolle von der Uni Wien streifen, auch Gerhard, da kann man vieles über Hoeneß und andere sagen, tue ich aber nicht, aber auf jeden Fall, Südwestdeutschland spielt eine besondere Rolle in der Forschungsgeschichte. Wir haben im Aachen-Lohnetal, unweit von Ulm, Weltkulturerbestätten, Vogelherd, Hollenstein, Bockstein, Hohlefels, Geisenklöstlin, und Sirgenstein, 4 davon haben figürliche Kunst geliefert und 3 davon Musikinstrumente, 3 davon Mischwesen. Und das Thema möchte ich darstellen, weil das für unser Thema heute Abend besonders wichtig ist. Was war anders vor 40.000 Jahren? Und auch hier ein zentraler Punkt ist, halten wir fest, es gibt Neandertaler seit ungefähr 300.000 Jahren, es gibt Denisovans, die ich heute
nur ganz kurz erwähnen kann aus zeitlichen Gründen. Und ebenfalls gibt es moderne Menschen mit unserem Körperbau seit ungefähr 300.000 Jahren. Sie wissen, man kann ohne große Probleme in ein Jahr von Afrika nach Europa laufen. Das ist nicht das Problem, dass es ein weiter Weg ist. Und wir wissen auch, wir haben ein paar Ökologen im Raum, dass Organismen breiten sich aus, bis irgendeine Barriere getroffen wird. Die eigentliche Frage ist, wenn zwei so ähnliche Organismen, moderne Menschen, Neandertaler oder auch Denisovans, in Konkurrenz zueinander stehen, warum hat es so lange gedauert, bis moderne Menschen die andere verdrängt haben? Es hat ewig lange gedauert. Und was finden wir in den Schichten aus der Zeit, ist das gesprungen bei mir im Bildschirm? Ja, Moment. Was findet man in diesen Schichten, wo... Was neu ist aus dieser Zeit? Tut mir leid, mein Kopf. Ich hoffe, die Techniker kommen damit klar. Die offensichtlich nicht. Probieren wir es wieder. Ich habe schon meine übergewachsene kraniale Morphologie angesprochen mit diesem Ding vorher, aber naja, egal. Vielleicht geht's doch. Okay, zweiter Anlauf. Vier wichtige symbolische Artefaktformen. Erstmal Schmuck mit einer dreidimensionalen Formgebung, hier unter C im Bild. Figürliche Darstellung, wir werden einige Beispiele davon sehen. Mythische Darstellung, Darstellung von Sachen, die in der Realität nicht existieren, sondern aus der Gedankenwelt der Menschen stammen. Und Musikinstrumente. Ganz kurz, Belege dafür. Schmuck, es gibt da gerade in Südwestdeutschland Hunderte und Hunderte von Beispielen von Schmuck. Schmuck ist wichtig für die Identitätsvermittlung und es gibt Schmuckformen, gerade die doppeldurchlochte Anhänger, die Sie hier sehen, die es nur im Aachen-Lohnetal gibt und sonst nirgendwo anders. Und wenn die Diskussion sich ergibt, kann ich gern erklären, welche Bedeutung Schmuck hat für die Identität innerhalb der Gruppe und zwischen Menschen. Aber wenn Sie Ihren Nachbar anschauen, werden Sie wahrscheinlich sehen, dass Sie irgendeine Form von Schmuck tragen und können sich überlegen, welche Information da vermittelt wird. Figürliche Kunst. Wir haben vier Fundplätze mit figürlicher Kunst. Ich denke, wir können uns einigen, dass es hier nicht um Kreuzmustern oder Punkten geht, sondern um komplette Darstellungen. Es gibt zahlreiche Darstellungen, unter anderem von Löwen. Hier ein Mammut, was wir entdeckt haben vor einigen Jahren am Vogelherd und vieles mehr. Es gibt eigentlich ganz viele figürliche Kunstwerke auch. Jeder Fundplatz, der modern gegraben wurde von mir, wäre das Hohlefels, Vogelherd und Geisenklöster. Die haben alle figürliche Kunst geliefert. Wohlbemerkt auch Musikinstrumente, Schmuck und sogar Mischwesen. Besonders bekannt, aber es gibt auch andere Funde, die für mich genauso wichtig sind, die Frauenfigurine vom Hohlefels, die älteste menschliche Darstellung auch hier. Wenn es Interesse gibt, können wir darüber reden, warum ausgerechnet eine Frau und eine Frau in dieser Form, warum gibt es keinen Kopf, warum sind die Geschlechtsmerkmale so ausgeprägt, da kommen wir sicherlich in Bereiche, die für unsere Diskussion interessant sein können. Mischwesende. Wir haben nicht nur ein Mischwesen, sondern der berühmte Löwenmensch aus Hohenstein-Stadel, Rex im Bild, wurde relativ früh gegraben, 1939, entdeckt 1969. Hat ein bisschen gedauert, bis die Stücke zusammengesetzt wurden. In den Jahren danach von Joachim Hahns Grabung am Geisenklöster wieder ein Mischwesen, von meiner Grabung am Hohlefels ein drittes Mischwesen. Das heißt, Darstellungen von Objekten, die Eigenschaften von Tieren und Menschen sind auch normal. Das ist keine Seltenheit. Das gibt uns einen Einblick in eine Vorstellungswelt, was außerhalb unserer normalen Empirie liegt, weil es natürlich keine Löwenmenschen in der Realität gibt, sondern er schildert das aus meiner Sicht einen Einblick in ein Glaubenssystem der frühmodernen Menschen vor 40.000 Jahren. Musik, gut, ich stelle mir vor, in Wien muss man nicht Werbung für Musik machen, aber Musik ist vielleicht, einige argumentieren, die bedeutendste Kommunikationsform. Und ich kann nur sagen, ich habe sehr, sehr viele Vorträge über Musik, Kunst und vieles mehr. Wir haben auch keine Zeit, dass ich die Musik spiele, aber ich habe nur
bei Vorträgen über Musik manchmal erlebt, dass Hunderte von Leuten in dem Saal weinen, weil die so bewegt sind von der Musik. Ja? Musik hat ganz viele Kommunikationsmerkmale, die Symbolik, die figürliche Kunst zum Beispiel nicht hat. Wir haben gerade Flöten, mehrfache, so ungefähr ein Dutzend aus Gänsergeierknochen hier vom Hohlefels, Schwanenknochen und auch viele aus Elfenbein geschnitzt. Auch Tom Heim in der letzten Reihe. Tom, ich denke sehr gerne an unsere gemeinsame Forschung. Dank der Arbeit von Tom Heim und Kollegen in Oxford können wir dokumentieren, dass das Jungpaläolithikum in unserem Raum 42.000 Jahren zurückdatiert. Und daher kann ich mit gutem Gewissen argumentieren, dass diese Funde im Bereich 40.000 Jahren vor heute datieren. Auch dazu kann ich mehr sagen, aber jetzt in diesem Kontext, Tom, vielen Dank. Das war eine gute Zeit und sicherlich nicht die letzte Zusammenarbeit. Und man sieht auch hier, die Datierungen von den schwäbischen Fundplätzen datieren zwischen 42 und 43.000 vor heute. Innenseite, und es gibt welche im Raum, werden die sonstige Ordnanzien und Proto-Ordnanzien, diese Kulturgruppe der ersten modernen Menschen, sehen, dass die sogar einen Tick jünger datieren. So wie es aussieht, haben moderne Menschen es geschafft, sehr schnell entlang der Donau, sicherlich über Wien, Willendorf spielt auch hier eine Rolle, nicht die Schichten von der Venus von Willendorf, die tiefer liegende Schicht. Ich weiß nicht, ob Philipp Nixt im Raum ist oder im Internet, aber auch sein Untersuchungsgegenstand. Auf jeden Fall, so wie es aussieht, kamen moderne Menschen sehr schnell entlang der Donau. Jetzt nach 40.000 breiten sich die Kunst und Symbolik sehr stark aus. Claude Chauvet kennen sicherlich alle. Es gibt auch symbolische Darstellungen in Form von Wandgravierungen aus der Dordogne. Coloboa in Rumänien hat gewisse Gemeinsamkeiten mit Claude Chauvet. Und Fumane, monochrome, rote Darstellungen von Tieren, geometrische Formen und hier, was oft als ein Schaman gedeutet wird, und da wir in Wien sind, möchte ich auch nicht zuletzt aus dieser Zeit Stratzing von meiner engen Kollegin Neugebauer Marisch, Christine, gegraben und auch im Naturhistorischen Museum ausgestellt. Zwar vielleicht weniger berühmt, aber deutlich älter als die Venus von Willendorf. Chauvet, stellvertretend für einige andere Fundplätze, datiert etwas später. Man sieht, dass Musik, Kunst, Symbolik ein allgemeiner Bestandteil des menschlichen Lebens ist. Alle lebenden Menschen verfügen über Sprache, Symbolik, und wir können, wenn es Zeit gibt, diskutieren, welche Vorteile das für die Menschheit gebracht hat. Auf jeden Fall ist es eine Eigenschaft, was alle Menschen besitzen jetzt. Es gibt, die Datierungen sind etwas umstritten, aber findet man auch kurz danach oder in dieser Zeit in Sulawesi und auf Borneo und überall auf Erde. Einige Schlussfolgerungen: Moderne Menschen haben lange gebraucht, die Welt zu besiedeln und archaische Menschen zu verdrängen. Als es soweit war, gab es durchaus Kreuzungen zwischen archaischen und modernen Menschen. Die Ernährungsgrundlage, die Demografie, was ich nicht so stark betont habe, ist natürlich wichtig. Ohne ein erfolgreiches demografisches Profil passiert relativ wenig. Die Technik spielt eine bedeutende Rolle und natürlich Kunst und Musik und Symbolik eine Rolle für die Erfolge des modernen Menschen. Wir werden auch in der Diskussion diskutieren, wie menschliche Gesellschaften zusammenhalten und vielleicht da auch das Thema streifen, welche Rolle Symbolik spielt. Spätestens vor 40.000 Jahren waren Menschen wie wir, man kann das vielleicht so sich vorstellen, wenn sie 40.000 Jahren zurückgehen würden, würden sie aus meiner Sicht Menschen begegnen, die so waren wie wir. Man müsste sicherlich eine neue Sprache lernen, wie man Rentiere schlägt, Pferde schlachtet, jagt, Steine schlägt. Ganz viele technische Vorgänge müsste man lernen, eine neue Sprache. Aber grundsätzlich wären die Menschen so wie wir. Umgekehrt, man könnte jemanden vor 40.000 Jahren hierher transportieren und es wäre überhaupt kein Problem. Erstmal müssen die Deutsch lernen, Englisch oder irgendwas, damit die in der Gesellschaft klar kamen, aber die hätten überhaupt kein Problem jetzt natürlich mit adäquatem Unterricht
einen Abschluss an dieser Universität zu gewinnen und auch eine bedeutende Rolle für die Jetztwelt zu spielen. Das heißt, meiner Meinung nach spätestens, ich betone spätestens vor 40.000 Jahren gab es Menschen wie uns. Vielleicht etwas älter, aber ich beziehe mich auf die archäologischen Fakten, die greifbar sind. Natürlich ist es naheliegend, dass noch ältere Funde irgendwann irgendwo entdeckt wurden. Es ist mir fast peinlich, dass so viele von diesen Funden von meiner eigenen Grabung kommen. Und es ist auch sicherlich kein Zufall, oder sagen wir so, wir graben genauso detailliert in Südafrika, Ostafrika und im Vorderen Orient. Und ja, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt und freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Wiener in diesen Unternehmen. Falls Sie die Funde sehen wollen, die sind in Tübingen und in der Nähe ausgestellt. Und danke an vielen Kollegen, die mitgewirkt haben, Geldgeber, und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Wir diskutieren gemeinsam Gerhard Weber. Er ist evolutionärer Anthropologe und beschäftigt sich mit den Wurzeln des modernen Menschen und der Neandertaler. Anne-Sophie Meinke, sie ist Philosophin und erforscht die Metaphysik des Handelns und des freien Willens. Robert Böhm, er ist Entscheidungs- und Verhaltenswissenschaftler und forscht an der Schnittstelle von Sozialpsychologie und Verhaltensökonomie. Und mit Lisa Horn, sie ist vergleichende Verhaltensforscherin und untersucht prosoziales Verhalten bei Kindern und Tieren, und auch Professor Conard kommt auch zu uns. Herzlich willkommen. Beim Standard berichten wir ja täglich über menschliches Verhalten. Das ist im Grunde ja unser Hauptjob. Manches lässt einen ja so den Kopf schütteln, dass das dann meistens eine sehr gute Schlagzeile hergibt. Das ist unser tägliches Geschäft, und manches davon ist auch so gut dokumentiert, dass sich zum Beispiel Chatnachrichten in Handys, dass sich bestimmt viele Forscherinnen und Forscher schon darüber gestürzt haben, um dieses menschliche Verhalten da zu verstehen und zu erforschen. Und dieses Verhalten hat sich evolutionär entwickelt. Wir wissen, es gibt kulturelle Aspekte und es gibt genetische Aspekte. Aber bei manchen Verhalten frage ich mich dann schon, ob wir eigentlich Herr unseres Verhaltens sind. Und das würde mich wirklich interessieren, Herr Weber, wie viel ist eigentlich Genetik? Wie viel ist eigentlich Kultur? Und vielleicht können wir dann noch gemeinsam feststellen, wie viel davon ist dann eigentlich noch freier Wille, der unser Verhalten beeinflusst? Also ich glaube, das in Prozentsätze aufzuteilen ist schwierig, aber ich denke, wir müssen am Anfang der Diskussion einmal außer Frage stellen, dass wir eben beiden Systemen unterworfen sind. Wir sind biologische Wesen, das heißt, wir haben auch dieses genetische Vererbungssystem, wir sind aber auch seit mindestens 2 Millionen Jahren kulturelle Wesen. Da haben wir begonnen, wirklich ausgefeilte Steinwerkzeuge zu machen, also Dinge, die wir jetzt hier nicht könnten, so stand die Bitte. Wir haben angefangen, Feuer zu verwenden und dergleichen. Und auch dieses System ist ein Vererbungssystem. Beide Systeme sind in der Lage, dass wir Dinge weitergeben können. Ja? Wir können genetisch also Dinge weitergeben, es spielt dort Variation, Innovation, Selektion eine Rolle, genauso wie in einem kulturellen System. Das kulturelle System hat aber einen interessanten zusätzlichen Aspekt, nämlich wir haben eine Diffusion oder eine Transmission, die nicht an Verwandte gebunden ist. Ja? Also wir können uns einfach kulturelle Technik weitergeben, auch wenn wir nicht verwandt sind, auch über Generationen hinweg. Und dieser Prozess kann sehr schnell sein. Biologische Evolution dauert eine Zeit. Ja, wir sind alle bewusst, was Evolution ist im herkömmlichen Sinn. Alle Tiere sind dem unterworfen. Wir waren dem auch unterworfen bis vielleicht vor 2 Millionen Jahren. Also diese Australopithecinen, die man vielleicht noch kennt, ja, diese älteren Vorläufer von Menschen, das war reine Evolution, so wie wir es im Tierreich kennen. Und seitdem koppeln wir uns da ein bisschen ab und haben diese zweite Schiene entwickelt mit der Kultur, und die nimmt jetzt natürlich wahnsinnig Fahrt auf in letzter Zeit. Das heißt, also Nick hat es gerade gesagt, seit 40.000 Jahren finden wir da wirklich Dinge, die man vorher in dem Ausmaß nicht hatte. Also symbolisches Denken ist da ein Schlagwort. Ja. Wir haben also Belege dafür, dass diese Leute sicher eine komplexe Sprache hatten, so wie wir. Es gab Sprachen wahrscheinlich vorher auch, aber diese Dinge lassen sich einfach nicht mehr herstellen.
ohne so eine komplexe Sprache. Und seit 40.000 Jahren wird das immer mehr und mehr und mehr, und schön langsam überholen wir uns praktisch selber mit der Kultur. Man muss nämlich eines zur Kenntnis nehmen, dass jede kulturelle Evolution auch einen Impact haben kann auf die Biologie. Das wird ganz oft übersehen. Ja? Also wir glauben, das sind da zwei unabhängige Systeme, und wenn wir in der Kultur was machen, ja, dann wird sich nichts ändern. Aber da gibt es schon ganz frühe Belege. Also unsere Kiefer, Kauapparat, die Zähne, die sind schon vor hunderttausenden Jahren viel kleiner geworden, einfach weil wir Nahrung zerschnitten haben, geklopft haben, gekocht haben. Kochen ist die Innovation gewesen. Ja? Und damit konnten wir uns viel kleinere Kiefer erlauben, aber einen großen Gehirnschädel. Das sieht man alles, diese biologischen Effekte in der Evolution. Wird das Handy auch einen Einfluss haben auf unsere Biologie? Das Handy weiß ich nicht, aber was wir sehen, ist, dass wir zweimal, wenn wir die Gehirnentwicklung anschauen, also wir messen da die Kapazität, also das Volumen im Schädel, und da sehen wir, dass es ungefähr bei 1,8 einen Riesensprung gibt, also einen richtigen Knick, ja, da geht's los. Und die Leute entwickeln ein viel größeres Gehirn, und das nächste Mal, in der Zeit, die Nick angesprochen hat, ungefähr 300.000, 400.000 Jahren, ja, da geht's nochmal los. So wie das jetzt zu sehen ist, im Sinne mit Handycomputer, weil wir ja praktisch Gehirnfunktionen auslagern. Mhm. Ja. Wer weiß denn heute noch was? Wir googeln das. Ja. Also Memory ist ausgelagert an Maschinen. Intelligenz wird zunehmend ausgelagert an Maschinen. Und wir wissen nicht, wie wir das bewerten können. Ja. Im Sinne, also früher hat man gesagt, okay, dieses Gehirnvolumen, ungefähr die Leistungsfähigkeit, wenn man annimmt, Gehirne arbeiten ungefähr gleich. Aber jetzt haben wir ja externe Gehirne. Wir bauen externe Gehirnstützen und bauen Artificial Intelligence. Also wie man das da einbauen kann, ist im Moment unklar. Also wir haben die Evolution, wir haben die Kultur. Frau Meinke, welche Rolle spielt denn da noch der freie Wille beim Verhalten? Naja, wenn Sie die Frage so stellen, dann implizieren Sie ja quasi schon, dass wir den freien Willen eigentlich nicht mehr brauchen. Und da referieren Sie vielleicht auf eine Vorstellung vom freien Willen, der nicht ganz adäquat ist. Deswegen würde ich Ihnen das gerne ein bisschen Ihnen allen nahelegen, darlegen, was wir denn darunter eigentlich zu verstehen haben. Also der freie Wille ist ja auch eigentlich nur ein Entscheidungsvermögen. Ja, und Sie haben so davon gesprochen, dass wir, naja, der Evolution unterworfen waren. Das klingt so ein bisschen, das ist so ein automatischer Prozess, und da hat man eigentlich überhaupt nichts mehr dazu zu tun. Das läuft einfach so ab. Und genauso könnte man ja auch die Kultur sehen, und viele Diskussionen laufen genauso. Da gibt es die biologische Determination und die kulturelle Determination. Ja, und dazwischen ist jetzt der arme Mensch, und der kann eigentlich gar nichts tun. Der ist zerteilt zwischen der Biologie und der Kultur. Und so ist es aber nicht. Ja? Wenn Sie jetzt mich fragen, wozu brauchen wir noch den freien Willen, dann ist meine Antwort zum Überleben. Denn weder die Biologie an sich oder ihre Gene, meistens geht es ja um die Gene, noch die Kultur machen das für Sie. Ja? Wenn Sie in einer Entscheidungssituation sind, ja, Sie sind der Tiger da in der Wildnis und er überlegt jetzt, soll ich jetzt diese Gazelle da jagen oder bleibe ich lieber noch liegen und schone mich, ja, dann entscheidet das nicht das Gen für Sie. Klar, jetzt hat der Tiger noch nicht so eine Kultur, aber wenn Sie sich zum Beispiel an solches den Job im Ausland annehmen oder bleibe ich lieber in Wien, das ist so schön hier, ja, das entscheiden auch weder die Gene noch die Kultur für sich. Da müssen Sie selbst entscheiden. Und wie machen Sie das? Natürlich so, dass Sie zurückgreifen auf die Ressourcen, die Sie haben. Natürlich, die Gene sind eine ganz wichtige Ressource. Das ist ja sozusagen die Erinnerung der Spezies. Alles, was sich bewährt hat in der Vergangenheit, in bestimmten Umwelten, wird natürlich nach Möglichkeit stabilisiert und weitergegeben über die Generationen. Und genauso ist das mit der Kultur. Wobei, das haben Sie auch schon angesprochen, dass da durchaus auch sehr viel Innovation gibt. Ich würde gerne ergänzen, gibt es auch in der Evolution, der biologischen Evolution. Also wir haben immer eine Balance zwischen dem Bewährten und dem Neuen, das man ausprobieren muss, weil sich Bedingungen in der Umwelt ändern. Ja? Und da müssen Sie flexibel reagieren. Wenn auf einmal die Umwelt anders ist als vorher, dann kommen Sie nicht so weiter, wie Sie bisher getan haben, dann müssen wir was Neues ausprobieren. Dann müssen Sie vielleicht überlegen, ja, vielleicht verlasse ich Wien und nehme diesen tollen Job an, denn vielleicht bringt mich das weiter. Und hier würde ich gern erwähnen, wir müssen ganz sicherstellen, dass wir nicht Willensfreiheit mit Handlungsfreiheit verwechseln. Mhm. Es könnte ja sein, dass Sie sagen, oh, also für den Job da im Ausland, da muss ich aber ganz viel Geld aufwenden, um dahin zu ziehen, und das Geld habe ich gar nicht. Also eigentlich kann ich den gar nicht annehmen. Auf der anderen Seite, wenn Sie den wirklich wollen, den Job,
Dann ist die Frage, okay, könnten Sie auch anders wollen? Also das eine ist, könnten Sie anders handeln in einer bestimmten Situation, das andere ist, könnten Sie anders wollen? Und das Tolle ist ja, es gibt eine Wechselwirkung zwischen Willensfreiheit und Handlungsfreiheit, denn wenn Sie den Job wirklich wollen, dann könnten Sie ja zum Arbeitgeber gehen und sagen, wie werden das, also wenn Sie mir den Job anbieten, können Sie mir da auch was zahlen für den Umzug, ne? Und dann können Sie dann verhandeln und da haben Sie dann einen direkten Einfluss Ihrer Willensfreiheit auf Ihre Handlungsfreiheit. Sie können nämlich die Willensfreiheit so einsetzen, dass Sie Ihre Handlungsfreiheit vergrößern. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns klar machen, dass wir Willensfreiheit haben. Denn es ist irgendwie viel leichter, sich vorzustellen, wir haben es nicht. Dann kann man sich zurücklehnen, dann hat man keine Verantwortung, dann lässt man alles so geschehen. Und das ist etwas, was wir in Diktaturen auch sehen, dass den Leuten vorgemacht wird, sie hätten keine Entscheidungsfreiheit. Mhm. Ja? Oder es gibt keine Möglichkeiten. Denn wenn es nicht alternative Möglichkeiten gibt, kann man sich dazwischen auch nicht entscheiden. Also Diktatoren wollen immer, dass man nur in eine Richtung denkt. Sie haben vorhin das Beispiel des Tigers und der Gazelle gebracht. Das heißt, auch Tiere haben einen freien Willen? Ja, vielleicht ist der ein bisschen anders und nicht ganz so ausgeprägt wie unserer und nicht informiert in derselben Weise wie bei uns von Kultur und höheren intellektuellen Leistungen. Aber ich sehe das als ein Spektrum. Ne? Wie gesagt, den freien Willen kann man nicht trennen von der Entscheidungsfähigkeit. Und ein Tier in einer Situation, in der es überleben will, muss eine Entscheidung treffen, wenn es eben nicht ein Reflex ist. Ja? Und diese alte Ansicht, dass alles bei den Tieren reflexgesteuert ist, ne, das wissen wir ja, das ist nicht so. Ne? Das ist Descartes' Idee gewesen, da ist irgendwie der Mensch, das Ego, ne, die Res Cogitans und die denkt und der ganze Rest der Welt ist mechanisch. Na, da wissen wir jetzt aber, dass das nicht so ist. Ne? Wenn wir zurückblicken in Ihrer Forschung in der Menschheitsgeschichte, wie viel, also sehen Sie da, wie viel der Mensch eigentlich gar nicht anders kann, als zu handeln? Haben Sie da Belege? Sagen wir so, das ist natürlich unser Leben ist definiert anhand Rahmenbedingungen. Es gibt biologische Rahmenbedingungen. Normalerweise in meiner Forschung benutze ich evolutionäre Betrachtungsweisen. Aber jetzt, wenn wir ein bisschen näher an unsere Gesellschaft gehen, würde man vielleicht wie Marx argumentieren, man ist geboren in ein System, wo wirtschaftliche Verhältnisse herrschen. Man hat die nicht ausgesucht, die sind gegeben. Man muss arbeiten, man muss Geld verdienen, man muss dieses und jenes machen. Das entscheidet man nicht, das ist schon da. Und man kann nicht dann sagen, ja, ich will wie ein Jäger und Sammler in der Kalahari leben oder wie ein Inuit in den nördlichen Breiten. Man existiert in einem sozialwirtschaftlichen Netzwerk, was schon gegeben ist. Das kann man ändern unter gewissen Bedingungen, werden wir vielleicht auch diskutieren. Oder man kann auch, da denke ich an Ihre Forschung, jetzt bleiben wir vor 100 Jahren, Durkheim unter anderem sagte, ja, was hält eine Gesellschaft zusammen? Ja? Mhm. Wo gibt es Spannungsfelder? Und es gibt eine biologische Reproduktion, es gibt auch eine soziale und wirtschaftliche Reproduktion. Und genau wie in der Biologie Mutationen stattfinden, für Generation für Generation, gibt es Wandel auch in unserer Gesellschaft. Mhm. Natürlich kombiniert auch mit Innovation, die auch ein Hauptaspekt meiner eigenen Forschung ist. Gerade wir können sehr gut anhand materieller Kultur feststellen, wie Menschen gelebt haben in der Vergangenheit, unter gewissen Bedingungen auch deren sozialen und wirtschaftliche Strukturen rekonstruieren. Und eigentlich nur wir können das machen. Wer hat sonst Quellen aus diesen frühen Zeiten? Und das ist mit ein Grund, warum alle die Archäologie so lieben. Wir haben empirische Beobachtungen aus dieser Zeit, was niemand anders hat. Deswegen die Entscheidung, in diesen Bereichen zu investieren, war eine gute, Herr Rektor. Danke. Das soziale Zusammenleben haben Sie erwähnt und Frau Horn, Sie forschen ja mit Kindern und Tieren über prosoziales Verhalten und Sie sagen, der Mensch handelt kooperativ und sozial. Mhm. Ja. Überzeugen Sie mich. Also ich möchte nur sagen, vorher, was Frau Meinke auch gesagt hat, ich kann das natürlich unterschreiben, dass wir zwischen uns Menschen und den anderen nichtmenschlichen Tieren definitiv so ein Kontinuum sehen. Also diese Entscheidungen und was hält die unsere Gruppen zusammen, ist gar nicht so anders, als wir bei den nichtmenschlichen Tieren sehen. Aber was so eins der Merkmale ist, die an uns Menschen ganz besonders ist, was wir argumentieren, ist, dass sie eben so sozial, auch so prosozial, wie wir sagen, also so großzügig sind, hilfsbereit sind miteinander. Also man sieht das schon in der Forschung mit ganz kleinen Kindern, dass Kinder ab
im zweiten Lebensjahr eigentlich schon anfangen, wenn mir jetzt zum Beispiel etwas runterfällt, mir fällt der Bleistift herunter, dann würde ein 1,5-jähriges Kind sofort den für mich aufheben und würde mir den bringen. Ein Verhalten, das wir zum Beispiel unseren nächsten lebenden Verwandten, den Schimpansen, nicht so sehen. Also da sehen wir diese eingebaute Form der Kooperation, sehen wir nicht. Und das war auch so ein bisschen ein Argument, dass das eigentlich bei Menschen diese Form der Kooperation, des gemeinsamen in Gruppenlebens auch dazu geführt hat, dass wir so eine starke Kultur überhaupt ausbauen konnten, weil wir das weitergegeben haben in diesen Gruppen, in denen wir waren, und weil das auch wichtig war, um die Gruppen zu erhalten. Also dass wir auch kooperieren konnten mit anderen Individuen, die gar nicht einmal unbedingt nur unsere engsten Verwandten sind, sondern also nicht nur mit meinen Kindern, an die ich hier meine Gene weitergebe, sondern auch mit anderen Gruppenmitgliedern. Da würde ich gern einhaken, denn jetzt haben Sie das so dargestellt, als wäre der Mensch so ein bisschen das einzige kooperative Wesen im sozusagen Reich der Natur. Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Wir sehen bei anderen Tieren sehr, sehr ausgeprägtes soziales Verhalten. Und auch die ganze Entstehung von multizellularen Organismen beruht ja wohl auch auf Kooperation von Zellen. Also alles Leben ist aus einer Zelle entstanden und dann irgendwann haben sich Zellen zusammengetan. Und okay, da gibt es jetzt verschiedene Theorien, aber doch eine der überzeugendsten ist, naja, irgendwie haben die sich abgestimmt, und wir sehen das ja auch in den ganzen intermediären Formen, also zwischen der Einzelligkeit und der Vielzelligkeit, in den modularen Organismen, koloniale Organismen, dass die irgendwie zusammenarbeiten. Jetzt sagen Sie mir, wo ist da der Mensch so besonders? Als Verhaltensbiologin würde ich natürlich nie behaupten, dass andere nichtmenschliche Tiere nicht miteinander kooperieren. Also wir sehen das sehr wohl, dass es sehr viele Tierarten gibt, wo das auch vorkommt, also wo wir das auch sehen. Was wir beim Menschen, also zwei Dinge, glaube ich, sind hier wichtig. Das eine ist, dass wir vor allem unter den anderen Primaten anscheinend diese Sonderstellung haben, wo wir sehr prosozial sind unseren Gruppenmitgliedern gegenüber. Aber wir sehen ähnlichen Mechanismen, nämlich dass zum Beispiel das gemeinsame Aufziehen von Jungen dazu führt, dass man dann großzügiger wird, dass man hilfsbereiter wird. Das sehen wir auch bei ganz weit entfernten Arten, wie zum Beispiel bei den Rabenvögeln. Also auch da haben wir ähnliche Faktoren entdeckt. Also es gibt sehr wohl ähnliche evolutionäre Wege, auch bei anderen nichtmenschlichen Tieren. Das Argument ist eher, dass es vielleicht bei uns Menschen noch eine ganze Stufe weiter ist, weil bei uns diese Möglichkeit der globalen Kooperation gibt. Also dass wir kooperieren auf einer Metaebene. Natürlich, die Frage bleibt immer, ist das dann nur ein Kontinuum oder haben wir da wirklich einen Sprung begangen? Das ist heutzutage noch nicht beantwortet, diese Frage. Aber diese Fähigkeit, die wir sehen, schon bei den jüngsten Kindern, wirklich diese einfache Bereitschaft, hilfsbereit zu sein zum Beispiel, das ist schon sehr beeindruckend bei uns Menschen. Man sieht die Beispiele, die Sie nennen, zugleich sieht man einen Ukraine-Krieg, wo ein Land in ein anderes einmarschiert, man sieht bei Corona Menschen, die sich nicht impfen lassen, ich finde das jetzt nicht so prosozial, wie Sie es genannt haben. Wie sehen Sie das, Herr Böhm? Ja, also das klingt jetzt so, als ob Sie mir Beispiele geben wollen dafür, wo wir scheitern an Kooperation. Und in gewissem Maße kann ich dem zustimmen, wenn man nämlich betrachtet, dass viele der Mechanismen, die wir hier schon angesprochen wurden, das sind Adaptionsprozesse, die sind vor Zehntausenden von Jahren gelaufen, und da haben wir in ganz anderen Verbänden gelebt. Ne? Wir haben halt in kleinen Gruppen gelebt, und viele der Mechanismen, die Kooperation evolutionär adaptiv gemacht haben, sind Mechanismen, die in den Gesellschaften leben wir nicht mehr. Wir haben jetzt globale Herausforderungen, die Kooperation auf einem ganz anderen Level erfordern. Ja, wir haben Kooperationsprobleme, die betreffen 7 Milliarden Menschen und nicht 30 Leute, die sich überlegen, ob sie zusammen das Mammut jagen gehen wollen oder lieber einzeln irgendwelche Hasen. Und da kommen tatsächlich diese Prozesse an Probleme, ja, also Probleme wie beispielsweise Infektionskrankheiten, jetzt in der Situation, an die erinnern Sie sich wahrscheinlich aktuell alle noch sehr gut.
Das sind Phänomene, wo klassische Mechanismen, die Kooperation und Prosozialität, nämlich zum Beispiel, dass wir Leute bestrafen, die sich nicht an bestimmte Normen oder Verhaltensweise halten, das ist beim Impfen sowieso nochmal erschwert, weil man typischerweise nicht auf der Stirn stehen hat, ob man geimpft ist oder nicht geimpft. Ja, also da gibt es noch ein paar andere Probleme. Aber wenn Sie beispielsweise sowas wie kriegerische Auseinandersetzungen ansprechen, da würde jetzt jeder erstmal sagen, na, das muss ja antisozial sein. Ist es tatsächlich nicht. Denn bei kriegerischen Auseinandersetzungen ist es so, dass das Problem einfach verschachtelt ist. Tatsächlich ist es so, dass man sich prosozial gegenüber den Mitgliedern seiner eigenen Gruppe verhält. Und zwar in dem Sinne, dass also die Gruppen, die die größte Mobilitätsbereitschaft erzeugen in ihrer Gruppe, die haben eine größere Wahrscheinlichkeit, so eine kriegerische Auseinandersetzung erfolgreich zu gestalten. Und auf solche Mechanismen sind wir adaptiert worden. Deshalb ist es auch heute noch so, dass wenn wir Leute in bestimmte Triggersituationen bringen, das ist typischerweise ein starkes Bedrohungsgefühl, ja, substanzielle Bedrohung in Bezug auf Ressourcen, aber auch Werte, dann sind Leute, und da gibt es auch individuelle Unterschiede, aber tendenziell bereit, ihre eigene Gruppe zu verteidigen und das sogar in Bezug auf, dass sie eigene Kosten in Kauf nehmen und in sich in kriegerischen Auseinandersetzungen einbringen. Mhm. Aber erstmal der Einmarsch in die Ukraine, wie ist das zu erklären mit prosozialem Verhalten? Ja, lustigerweise, wir haben vor ein paar Jahren mal Forschung dazu gemacht, was der Unterschied ist zwischen Angriff und Verteidigung in kriegerischen Auseinandersetzungen. Da habe ich gedacht, es ist bestimmt eine ganz tolle Idee, mal in Kriegserklärung zu gucken, wie oft die Leute da schreiben, dass die irgendwie angreifen oder verteidigen. Das war eine ganz schlechte Idee, weil 100% aller Kriegserklärungen geben ein Verteidigungsmotiv. Und genauso wie die Ukrainer und Ukrainerinnen, dass sie sich jetzt sehen, dass sie sich verteidigen gegenüber diesem Angriff der russischen Besatzer, so sehen die Russen, so wird es ihnen zumindest über verschiedene Missinformationen verkauft, das wahrscheinlich ebenso als eine zentrale Bedrohung ihres Wertesystems. Also beide sich gegenüberstehenden Seiten sehen das als Verteidigungskrieg an und sind deshalb bereit, eben dort auch ihr Leben zu riskieren. Also prosozial zur eigenen Gruppe. Absolut, genau so sieht es aus. Sie wollten was ergänzen? Ja, ich wollte nur was ergänzen, weil das ist sehr interessant, dass man so die ähnlichen Effekte sogar schon bei kleinen Kindern sieht. Also dieses, dass die eigene Gruppe bevorzugt wird gegenüber einer außerhalb liegenden Gruppe, egal was das jetzt sein mag. Also bei kleinen Kindern ist das schon allein die Geschlechtsgruppe sehr was Auffälliges für die. Bin ich jetzt ein Mädchen und das ist ein anderes Mädchen oder das ist ein Bub. Aber auch so Dinge, die uns auch plagen in unserer Gesellschaft, wie ist das jemand mit einem anderen ethnischen Hintergrund. Und auch bei den Kindern sieht man das eigentlich schon, dass die das auch schon, ich will nicht sagen eingebaut haben, das war jetzt das Wort vorher, aber dass es auch ein Teil ist, der das Verhalten beeinflusst. Aber was ich spannend finde, also es gibt ja auch Theorien dazu, was das für Mechanismen sind, die dazu führen. Und einer dieser Mechanismen ist, dass man einfach diese Gruppe, die nicht meine eigene Gruppe ist, nicht mehr so ganz als Menschen ansieht. Also wir sind die echten Menschen und die anderen sind nicht so ganz echte Menschen. Und dass das bei den Kindern auch schon der Fall ist. Nur man kann da auch Interventionen starten, dass man sagt, man lässt die Kinder darüber nachdenken, was geht in dieser anderen Person vor. Wie hat die ein Verständnis, ein Leidensempfinden und dass sich dadurch diese Gruppen, also diese Bias, diese Bevorzugung der eigenen Gruppe zumindest kurzfristig ein bisschen verbessern lässt. Also es gäbe da schon Methoden, Interventionen, wie man dem vielleicht beikommen könnte. Ja, also nochmal zu dem Statement mit dem prosozialen Aspekt des Krieges. Sie haben zum Glück erwähnt, dass es auch Propaganda gibt in Russland und dass es vielleicht sich um einen Fall handelt, wo eine Gruppe sich unter Bedrohung fühlt, obwohl sie das eigentlich nicht ist. Und das ist eine reine Rhetorik, um einen Krieg zu rechtfertigen, dass man dann sagt, man verteidigt sich nur. Aber der Punkt, der mich hier interessiert, ist, weil Sie die Steinzeit erwähnt haben und gesagt haben, wir sind eben adaptiert. Nur damals ging es dann darum, nur 30 Leute und machen wir jetzt das mit dem Mammut oder nicht. Wollen Sie jetzt sagen, dass quasi Putin da gerechtfertigt ist in seinem Wahn, dass er irgendwie sich verteidigen muss, weil das eigentlich alles aus der Steinzeit kommt und er kann eigentlich nicht anders?
Wollen Sie die Frage beantworten oder soll ich die beantworten? Nein, die Frage war eigentlich für Sie. Okay. Nee, natürlich möchte ich das nicht sagen, sondern ich wollte nur sagen, dass beide Seiten, alle Parteien gleiche Mechanismen verwenden. Und die, dass man mit diesen Mechanismen, nämlich zum Beispiel, dass man die eigene Gruppe in einer Bedrohungssituation stellt, eine Bedrohung durch eine andere Gruppe, dass die eben dazu führt, dass auf beiden Seiten mehr oder weniger erfolgreich Leute tatsächlich bereit sind und zu einem Krieg gehen. Ja? Also wir kennen all die Aussagen, es wäre kein Krieg da, wenn keiner hingeht. Ja? Aber offensichtlich gibt es dort Leute, die auf beiden Seiten, und auch da kann man sich wieder streiten, wie freiwillig ist das und wie gut sind die Leute informiert, tatsächlich sich beteiligen und ihr eigenes Leben riskieren. Mhm. Aber ich möchte, also um das fürs Protokoll, ich möchte das gar nicht rechtfertigen. Das haben wir verstanden. Bitte schön. Also ich bin der Überzeugung, dass sich bald herausstellen wird, dass der Herr Putin ein evolutionärer Irrläufer ist in seiner heutigen Zeit. Das hätte vor ein paar hundert Jahren vielleicht noch Erfolg versprochen, aber in der heutigen Welt nicht. Da ist er einfach zu spät dran und das wird sich vermutlich bald herausstellen. Ich wollte zu der Diskussion zu dir noch sagen, also was natürlich haben alle nichtmenschlichen Primaten und auch andere Tiere ähnliche Verhaltensweisen, aber was wir nicht sehen bei denen, ist diese pure Freude daran, jemandem zu helfen oder etwas zu machen miteinander. Es gibt einfach das Phänomen, dass Menschen sich etwas erzählen, obwohl das jetzt nichts bringt, ich kriege nichts dafür, aber ich erzähle Ihnen, wie ich etwas gemacht habe, nur weil ich Freude dran habe. Ja. Und das ist, glaube ich, eine spezielle Eigenschaft und die bringt uns auch wahnsinnig weit. Und das ist es auch, was mit den Gruppengrößen auch zusammenhängt. Also wir haben mit den modernen Menschen mit Sicherheit größere Gruppen dann gehabt als bei Neandertalern. Ja. Das bringt neue Möglichkeiten. Dann im Neolithikum sowieso, als wir sesshaft wurden, da haben wir Riesengruppen offensichtlich dann ja auch gegründet. Aber das bedingt ganz andere Verhaltensweisen, die selektiert werden müssen. Da sind wir wieder bei der Selektion und bei der Evolution. Ja. Wenn es früher vielleicht toll war, wenn ich groß und stark war und schnell laufen konnte, das war vielleicht ein Vorteil für meine Familie, meine Nachkommen, dann ist es jetzt vielleicht viel wichtiger, dass ich Koalitionen schließen kann. Ja, wir kennen das alle von der Universität, aber auch von anderen Institutionen. Ja. Das ist viel wichtiger. Ich muss nicht mehr groß und stark sein. Ich muss mit Leuten umgehen können. Ich muss Allianzen schließen können. Ich muss mir auskennen, who is who in dieser Hierarchie, mit wem muss ich nicht und so weiter. Das sind Eigenschaften, die jetzt herausselektiert werden, die viel wichtiger sind fürs Vorankommen, denn wir reden am Schluss ja dann immer noch über die Anzahl der Nachkommen, die in die Welt entlassen wird. Das ist nach wie vor die Währung der Evolution. Wie viele Nachkommen habe ich, die in die nächste Generation kommen und wieder Nachkommen machen? Das bleibt am Schluss der einzige Weg, in die Zukunft zu kommen. Und auch wenn wir 100 Jahre werden, irgendwann sterben wir und der einzige Weg in die Zukunft ist, sind Nachkommen. Und das ist diese Währung, nur kann ich jetzt kulturell erfolgreich sein und muss körperlich gar nicht mehr so tüchtig sein. Und das heißt, die Mechanismen verschieben sich, aber das wird sich auf die Biologie auswirken. Ja? Mhm. Leute mit schmächtigen Schultern, die aber wahnsinnig monotonieresistent sind, weil sie den ganzen Tag vor dem Computer irgendwas machen müssen, die sind vielleicht viel erfolgreicher. Mhm. Ja, ich wollte nur ergänzen und vielen Dank, Gerhard. Wir haben sehr gut, Sie haben gesagt, es ist schwer zu wissen, wann das alles stattfand. Stimmt nicht, wir haben wunderbare Quellen. Ja, die mag sein, dass in Ihrem Bereich, Sie schicken die Leute nicht in die Archäologie, aber wir wissen sehr viel über soziales Verhalten, ja, reziprokale Verhältnisse, Arbeitsteilung und so weiter. Und man kann ganz vereinfacht sagen, bei Neandertaler und arkaischen Menschen war viel Informationsvermittlung über Blickkontakt, Körperkontakt, kleine Gruppen, vielleicht wie man mit Geschwistern und Verwandten oder engsten Freunde Kontakte pflegt, ohne dass man so viel verbal sagen muss, mit Gestik und andere Sachen. Spätestens mit modernen Menschen, also jetzt sagen wir in dieser Zeit, wo Schmuck entsteht, Kunst, Musik, Glaubenssysteme, haben wir eindeutig, wie Gerhard Weber sagt, mehr Leute. Wir sehen das auf den Fundplätzen. Man hat nicht nur vereinzelte Steinartefakte, sondern viel Material. Das heißt, die sozialen Gruppen sind größer. Wir finden die ganzen symbolischen Artefakte in nennenswerten Zahlen. Und es ist ganz gewiss kein Zufall,
dass wir moderne Menschen noch da sind und die anderen archaischen Menschen nicht mehr. Das ist eine demokratische Frage. Und dann, wir schaffen das nicht bis heute, aber ganz schematisch im Neolithikum sehen wir Sesshaftigkeit, wesentlich mehr Häuser an einem Platz. Wir können sehr genau feststellen, wie viele Leute haben wo gewohnt, wie deren Mobilität aussah. Natürlich hängt das mit Ackerbau und Viehzucht und so weiter. Ich will nur sagen, die kooperative Elemente der Gesellschaft können wir natürlich diachron mit archäologischen Mitteln eindeutig quantitativ belegen. Wir wissen sehr viel drüber. Das prosoziale Verhalten interessiert auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Es gibt schon nämlich erste Fragen hier. Einige von Ihnen haben Slido genutzt mit dem Eventcode Semesterfrage. Und liebe Frau Horn, an Sie kam konkret eine Frage. Wenn Sie sagen, dass Kinder prosoziales Verhalten zeigen, wir aber wissen, dass nicht alle Erwachsenen sich derart sozial verhalten wie Kinder, würden Sie dann sagen, dass nicht prosoziales Verhalten kulturell erworben ist? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil es tatsächlich dazu auch schon ein paar Befunde gibt, nicht wahnsinnig viele, weil wir wissen natürlich, die meiste Forschung im psychologischen Bereich wird immer noch durchgeführt in Europa und in den USA, aber es gibt jetzt in den letzten Jahren wirklich verstärkt diese Überlegung, dass wir eigentlich viel mehr Kulturen vergleichen müssen, also diesen kulturellen Vergleich. Und da gibt es auch eine recht aktuelle Studie, die sich genau das prosoziale Verhalten, nämlich Großzügigkeit, gebe ich jemand anderem etwas ab, angeschaut haben, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen von verschiedenen Kulturen. Und was man gesehen hat, was eigentlich ganz spannend war, dass natürlich die westlichen Kulturen, wo man das mit Erwachsenen überprüft hat, in den USA und in Europa, da waren natürlich die Erwachsenen der Überzeugung, ach ja, wenn ich dem anderen etwas geben kann, dann muss ich dem anderen schon etwas geben, das sind unsere moralischen Werte, wenn mir das möglich ist. Das aber in anderen Kulturen gar nicht unbedingt so war, dass das jetzt der Wert war, dass man wirklich alles teilen muss von dem, was man teilen kann. Und was spannend war, dass die Kinder eigentlich auf einem recht ähnlichen Niveau begonnen haben, jung, aber sich dann hin entwickelt haben zu den Werten, die bei ihren jeweiligen Kulturen die Erwachsenen gezeigt haben. Das heißt, es hat anscheinend wirklich so einen gewissen Startpunkt, den wir haben. Vielleicht liegt er auch in dieser Freude zu teilen oder in der Freude, einfach etwas mit jemand anderem zu machen. Aber er wird natürlich dorthin gelenkt, wo sich die Erwachsenen in dieser Kultur befinden. Mhm. Auch zum prosozialen Verhalten gibt es eine Frage für Sie, lieber Herr Böhm. Wenn sich Menschen von anderen Werten bedroht fühlen könnten, Russland-Ukraine-Krieg war das Beispiel, das unsere Zuschauerin hier erwähnt, wie können Leute dann mit unterschiedlichen Werten koexistieren? Ja, das ist eine sehr gute Frage und tatsächlich gibt es dort einen Wettbewerb zwischen solchen Wertesystemen. Und wir haben so ein paar allgemeingültige Werte, das ist das, was wir teilweise als Moral bezeichnen, wo wir wissen, dass es kulturübergreifend Übereinstimmung gibt. Und es gibt andere Wertesysteme, die sich unterscheiden. Ja, und ich möchte ganz klar sagen, das ist empirisch einfach nachgewiesen, dass zum Beispiel die Demokratie ein spezifisches Wertesystem ist, was in anderen Kulturkreisen eben nicht so vertreten wird, ja, sondern dass es andere Mechanismen gibt, wie man Gruppenentscheidungen koordinieren kann. Aber tatsächlich ist es so, dass grundsätzlich, und das sehen wir jetzt, wenn wir wieder bei dem Impfbeispiel sind, na, also die Kacke war richtig am Dampfen in dem Moment, wo das Ganze als Gruppenidentität hochsterilisiert wurde. Als es eben von einer individuellen Entscheidung zu einer Polarisierung auf Gruppenebene. Dazu haben wir auch Daten gesammelt hier in Österreich und in Deutschland. Und wir finden, als der Impfstatus zu einer Gruppenidentität wurde, das war der Moment, wo wir zu Polarisierung in der Gesellschaft gefunden haben. Und das ist tatsächlich jetzt ein Wertekampf. Das ist ein Wertekampf. Ob wir sagen, wir können einer Minderheit den Willen der Mehrheit um den Willen des oder das Wohlbefinden des großen Ganzen aufdrängen. Und das ist zum Schluss auch eine ethische, moralische Frage, die Politikerinnen und Politiker wahrscheinlich beantworten müssen und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wir können da wahrscheinlich nur Impulse liefern. Mhm. Zur Koexistenz. Mhm. So. Ja, vielleicht eine Bemerkung zur Moral. Sie scheinen da sehr optimistisch zu sein. Also ich glaube nicht, dass die Moral so allgemein verbindlich ist.
sondern eben eines unter vielen Wertsystemen ist, die miteinander im Streit liegen. Ja, es gibt verschiedene Moralen. Ich meine, ich sage das jetzt als Philosophin, ich weiß, da gibt es eine lange Tradition von Leuten, die meinten, dass es ein allgemein gültiges Moralsystem gibt und dass man das begründen kann, Kant und so weiter. Aber inzwischen ist auch das philosophische Denken ein bisschen fortgeschritten. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es bei den Psychologen noch nicht angekommen, deswegen wollte ich das gerne mal einwerfen. Mich hat auch noch interessiert die Sache mit dem etwas gern gemeinsam machen. Ich meine, also wenn der Tiger, die Tigermama mit dem Tigerbaby spielt, dann machen die auch was gemeinsam, die haben ziemlich viel Spaß dabei. Ne? Und die Vögel erzählen sich auch was, die singen sich was vor, machen das nach und so. Ist Ihr Punkt, dass nur Menschen Sprache haben und das dasjenige ist, was uns schreit? Also das klang so ein bisschen so, Sie wollen sagen, der Mensch ist anders als die Tiere, weil im Wesentlichen der Mensch so toll darin ist, zu tratschen. Ja. Natürlich spielt Sprache da eine Rolle, weil wir wesentlich komplexere Mechanismen weitergeben können, dadurch, dass wir eben Sprache haben. Man hat da zum Beispiel Versuche gemacht, Steinwerkzeuge. Es gibt ganz einfache Steinwerkzeuge, die könnten wir jetzt, wenn wir ein bisschen herumprobieren, auch hinkriegen. Und das hat man ausprobiert, ohne Leuten Instruktionen zu geben, und die schaffen das. Und das, was dann bei 1,8 Millionen Jahren auftaucht, diese typische Handaxe nennt man das, der Faustkeil, das kennen wir vom Fred Feuerstein, das ist das ikonische Tool der Steinzeit, das schafft keiner mehr hier im Raum, der es nicht schon probiert hat. Und dazu braucht man, das hat man auch herausgefunden, Sprache. Das funktioniert nicht mehr, wenn man jemand das einfach nur zeigt, man muss mit ihm reden. Also Sprache spielt in unserer Entwicklung der Technologie sicher eine ganz hervorragende Rolle und das auch schon sehr lange. Aber was ich gemeint habe, ist mit dem Freude haben, dass es jetzt, wenn es um Nahrungs- oder andere Ressourcen geht, dass ich glaube, alle nichtmenschlichen Tiere da nicht besonders viel Freude haben, dem anderen ein Stück hinzulegen und zu sagen, probier's einmal. Aber wir haben damit höllisch Spaß. Ja? Wenn ich 5 Zuckerl habe, gebe ich ihnen eins. Sie haben uns Kekse aufgewartet in der Vorbereitungszeit. Ja? Einfach, weil sie Spaß daran hatten, oder? Und das tut ein Tier nicht. Spekulation. Ich wollte da nur kurz einhaken, weil, also, was, glaube ich, schon ganz besonders ist bei uns Menschen, ist diese, also jetzt nicht die Freude an und für sich, weil ich glaube, die ist sehr weit verbreitet, aber die Freude an diesen, wir nennen das triadischen Interaktionen. Das heißt, ich habe ein anderes Individuum, aber ich habe auch noch ein Objekt dazu, über das ich mich austausche. Und ich würde nur kurz widersprechen, ich glaube, das ist nicht erst, wenn wir die Sprache besitzen, das sehen wir auch schon in ganz kleinen Kindern. Also das sehen wir in Kindern, die noch keine Sprache haben, dass sie wirklich eine unglaubliche Motivation haben, sich über dieses Objekt jetzt mit der Mutter oder dem Vater auszutauschen. Und lange Zeit hat man geglaubt, ach ja, das ist ja alles gesteuert von den Eltern. Die Eltern zeigen das und das Kind macht das nach. Tatsächlich hat man über die neueste Forschung gefunden, dass es teilweise von dem Kind begonnen wird, diese Interaktion. Also das eigentlich der Führende in dieser Interaktion ist das Kind, dass das wirklich immer wieder und wieder die Mutter oder den Vater dazu wieder einlädt und diese synchrone Interaktion wiederherstellt. Und das kennen wir natürlich auch anekdotisch von verschiedenen nichtmenschlichen Tieren, aber ich glaube nicht in der Natürlichkeit und in der Häufigkeit, wie wir das bei unseren Kindern schon vom jüngsten Alter sehen. Also ich glaube, wir werden es immer wieder sehen, wenn wir genau schauen, dass es auch bei nichtmenschlichen Tieren vorkommt, aber es wird immer ein seltenes Phänomen sein, während unsere Kinder anscheinend damit wirklich geboren werden, fast schon. Wir haben eingangs weit zurückgeblickt in die Menschheitsgeschichte, 40.000 Jahre. Ich würde gerne ein bisschen in die Zukunft schauen, und zwar weit in die Zukunft. Herr Konrad, wenn man unsere Zivilisation in 40.000 Jahren ausgräbt, was werden Ihre Nachfolgerinnen und Nachfolger über unsere Zivilisation schlussfolgern? Was wird bleiben? Also ich denke, das ist eine erstmal relativ einfache Frage. Was überleben würde, sind Gegenstände, Bauwerke, die massiv sind. Ja, Autobahnen, Flughäfen, große Gebäude, die ganze Straßen, unterschiedliche Netzwerke, auch dann wird man Fabriken finden, man wird auch viel Objekte finden, kleine Objekte wie Gläser, vielleicht Kugelschreiber, Autos, Züge,
Und die hängt ein bisschen davon ab, wie die geologischen Bedingungen sind, aber eigentlich kann man das alles finden. Und vermutlich werden die Archäologen erstmal diese auffälligen Sachen anschauen. Ja? Aber dann irgendwann wird man ein bisschen näher schauen. Ja? Dann gräbt man die Universität aus und man merkt, aha, da gibt es Räume, die groß sind, klein sind. Bibliothek, es gibt in der Vergangenheit ganz viele Bibliotheken, die ausgegraben wurden. Ja? Natürlich ist es zu diesem Zweck wäre es sinnvoll, wenn sie wieder Ton- und Keilschrift einführen würden, weil das sehr gut sich erhält. Aber es gibt auch Situationen, wo Papiere und andere Kommunikationsformen erhalten bleiben. Aber das ist, dann ist die Frage entziffern. Aber bislang hat das ziemlich gut geklappt, ja, mit entziffern. Und natürlich wird das auch uns Einblicke geben in ein sozial-ökonomisches Verhalten. Wir werden auch sehen, wer hat ähnliche Gegenstände, wie werden diese Gegenstände mit welchen Technik hergestellt. Und dann wird man sehen, es gibt gewisse Artefaktformen, die man weltweit sehen würde. Man würde fragen, was führt dazu, dass die berühmte Coca-Cola-Dose oder ein Daimler-Fahrzeug in Wien gefunden werden, aber in Beijing und auch in Kapstadt. Ja, da wird man darauf hinkommen, dass Kommunikation stattfand. Ich würde einfach sagen, es gibt keine Frage, die wir nicht stellen können. Und ich würde argumentieren, mit ein bisschen Kreativität und Intelligenz gibt es keine Frage, die unsere Nachfolger nicht zumindest ansatzweise beantworten können. Ich bin, wie Sie wissen, Optimist, sonst wäre ich kein Archäologe, aber ich mache mir da keine Sorgen. Ich hätte eigentlich eher es lieber, wenn wir weniger materielle Gegenstände stellen würden und das alles ein bisschen runterfahren würde. Aber wir müssen uns keine Sorgen machen, unsere Nachfolgen, dass die unsere Spuren nicht finden können. Das, denke ich, wird ganz einfach sein. Zumindest in den Perioden, wo ich arbeite, sucht man wirklich nach winzigen Dingen. Ja. Hier wird es ziemlich einfach sein. Wird sonst unübersichtlich. Und wenn wir ein bisschen in die nähere Zukunft blicken, also jetzt nicht 40.000 Jahre, wir können ja jetzt selbst in die Biologie eingreifen oder beginnen, das zu tun. Wo führt das hin, lieber Herr Weber? Wir sind tatsächlich an einem sehr entscheidenden Punkt und zum ersten Mal auf dem Planeten ist ein Lebewesen in der Lage, direkt in seine Evolution einzugreifen. Wir haben diese Mittel schon, also wir können in die DNA zum Beispiel schon jetzt technisch eingreifen. Wie dieser Fall in China unlängst gezeigt hat, das ist also noch verpönt, aber in 100, 200 Jahren wird das vielleicht tatsächlich gemacht werden im größeren Stil. Und wir sind uns dessen bewusst. Das heißt, wir können zum ersten Mal nicht darauf warten, dass uns die natürliche Selektion da etwas anbietet, sondern wir können das selbst steuern. Das hat verführerische Aspekte, es hat aber auch ein Riesenproblem. Bis jetzt sind wir doch mehr oder weniger immer der Natur ausgesetzt gewesen, auch wenn wir diese kulturelle Schiene entwickelt haben, dann dient ja die nur dazu, um unser Überleben zu sichern, also wieder in der Natur überhaupt zu überleben. Und wir haben keine Mechanismen entwickelt als Menschheit bisher, vernünftig Strategien zu entscheiden, was wäre denn wünschenswert. Und wir erinnern uns, da waren vor 80 Jahren ganz grausliche Dinge unterwegs, die viele Fragen aufwerfen, aber wir werden vor diesen Fragen stehen. Irgendwann wird es so sein, dass wir in unser Genom eingreifen werden, dass wir die Selektion selbst vornehmen und dann sollten wir diese Antworten parat haben. Wir sollten Mechanismen entwickelt haben als Menschheit, wie wir gemeinsam zum Entscheid kommen, wie wir unsere Evolution gestalten werden. Und der Tag wird definitiv kommen aus meiner Sicht. Wann? Ja. Prognosen sind schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Also ich mag mich da auf keine Zahlen ändern, aber Sie müssen verstehen, ich denke in langen Zeiträumen. Also 7 Millionen, wie Nick gesagt hat, beginnt es bei mir bei 10.000, höre ich persönlich auf. Ja. Dann schaue ich gar nicht mehr. Aber ich weiß nicht, wenn man es vorstellt, was in den letzten 200 Jahren passiert ist, 500 Jahren, ja, und das passiert jetzt noch viel schneller, dann wäre das für mich ein Zeitrahmen, der realistisch ist. Ja. Mhm. Unser Problem ist die Energie. Die einfachste Definition von Evolution ist, Evolution wandelt Energie in Information um.
Das ist das, was passiert. Und dazu braucht man sehr viel Energie. Warum ist so viel weitergegangen in den letzten 150 Jahren? Weil wir buchstäblich dieses Fass aufgemacht haben. Wir haben Energie, die über Millionen Jahre angesammelt wurde, in 150 Jahren verbrannt und konnten damit extrem viel erreichen hinsichtlich unserer Evolution. Wenn es uns aber nicht gelingt, diesen Pace, also diesen Schritt, Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten, dann wird es auch Rückschritte geben. Eine nur halb ernste Frage, aber die Menschheitsgeschichte ist gekennzeichnet durch Entzivilisation. Das Gehirn wird größer, weil mehr intellektuelle kompetenzielle Fähigkeiten notwendig sind. Wir lagern das aus mit EDV. Gibt es überhaupt einen Ausdruck für das Gehirn kleiner werden? Ich kenne nur den Ausdruck dafür. Und wäre es eigentlich zu erwarten, dass wir jetzt zugespitzt gesagt immer dümmer werden, weil wir unsere Kapazitäten kaum brauchen? Und es ist nur eine nicht komplett unernste Frage, aber könnte es sein, dass unser teures Gehirn teilweise überflüssig wird, wenn so viele Funktionen ausgelagert werden? Mhm. Und außerdem bauen wir auch Maschinen, die sich selbst verbessern können über künstliche Intelligenz. Vielleicht wären wir überhaupt obsolet. Ich komme darauf, weil man sieht immer die Sci-Fi-Filme, dann haben wir alle riesige Hirne. Vielleicht wird es umgekehrt, wir würden alle winzige Hirne. Aber ich würde da gerne noch mal was dazu sagen. Also das ist ja ein sehr düsteres Szenario, das Sie da gezeichnet haben. Ja, das ist ja schon beunruhigend. Also da könnte man sich ja doch die Frage stellen, kann man nicht doch irgendwas tun, das alternativ dazu ist. Und im Prinzip haben Sie ja das Programm der alten Eugenik skizziert und damals hat man es mit drastischen Methoden gemacht, an die wir uns jetzt eigentlich nicht erinnern wollen. Und jetzt in der Zukunft, so stellen Sie sich das vor, tun wir das, indem wir in unser Genom eingreifen, was ich mit CRISPR und irgendwelchen anderen Methoden. Und dann haben Sie die Frage aufgeworfen, wir haben eigentlich keine richtigen Methoden zu entscheiden, ob wir das eigentlich wollen oder was da so die Standards sind. Natürlich traditionell ist das ein Thema der Moralphilosophie. Ne? Also da darf man ruhig die Philosophen mal fragen, was sie dazu zu sagen haben. Die haben nämlich durchaus was Intelligentes und vielleicht Hilfreiches dazu zu sagen. Deswegen gibt es auch Ethikräte und so. Also ich wollte nur anmerken, die Philosophen haben dieses Problem auf dem Schirm und haben einige Ressourcen dazu. Eine andere Sache, die mich da beschäftigt, ist, Sie haben so gesprochen, direktes Eingreifen in die Evolution und es schien mir so, Sie wollen eigentlich das gleichsetzen mit dem direkten Eingreifen in das Genom. Und da würde ich gerne noch mal betonen, dass wir doch mehr sind als unsere Gene. Und eben, wie ich schon am Anfang sagte, nicht einfach nur, da ist auch noch die Kultur und so, ja, sondern rein biologisch gesehen, es ist nicht so, dass es ein bestimmtes Gen für einen bestimmten phänotypischen Trait gibt. Ja. Das ist eine viel komplexere Angelegenheit und welche Gene in einer bestimmten Situation exprimiert werden, hängt zu einem großen Teil auch von den spezifischen Interaktionen mit der Umwelt ab. Es ist also nicht so, dass wenn wir jetzt in bestimmten Weisen eingreifen in unser Genom, wir dadurch in direkter Weise notwendig, vor allem wie es vielleicht erwünscht ist oder auch nicht, unsere biologische Evolution ändern. Also in gewisser Weise war unsere biologische Evolution immer schon ein flexibler Prozess, der in hohem Maße kontextsensitiv ist. Und wir sollten uns wirklich von dieser Vorstellung verabschieden, dass die Gene uns ganz und gar ausmachen. Und wenn wir uns davon verabschieden, dann sind vielleicht manche Szenarien, solche eugenischen Szenarien, auch gar nicht mehr wirklich auf dem Tablett. Denn warum sollten wir das wollen? Mal abgesehen von einigen bestimmten Krankheiten, wo wir wissen, dass ein ganz bestimmtes Gen dafür verantwortlich ist. Da kann man natürlich drüber reden, soll man da was machen. Ja? Aber wenn doch der ganze Rest von uns als Menschen, unser Charakter, unsere Persönlichkeit, was uns ausmacht als Menschen, überhaupt gar nicht in irgendeiner Weise genetisch determiniert ist, warum sollen wir dann überhaupt uns mit diesem Gespenst der Eugenik auseinandersetzen? Warum? Ich bin ganz beeindruckt, dass das mit den Krankheiten beginnen wird und das machen wir ja jetzt schon. Es gibt Föten, die vorher untersucht werden, also wo man 5 Föten hat im Reagenzglas, man sucht diejenigen heraus, die nicht den genetischen Defekt haben und pflanzt sie in Utero ein. Das machen wir jetzt schon. Mhm. Ja? Und das ist auch okay, also anerkannt, aber
Ich frage mich, werden wir so lang stillhalten, die nächsten 200 Jahre, 500 Jahre, die Methoden werden immer besser werden. Wir werden direkt ins Genom eingreifen können. Und wie hat er geheißen, He Jiwang oder so, der hat das einmal probiert, wurde dafür verurteilt in China. Okay, aber wie lange wird das aufrechterhalten werden können? Und irgendwann wird jemand auf die Idee kommen, es wäre doch schick, wenn wir andere Menschen generieren, zum Beispiel, die viel kleiner sind. Kleine Menschen brauchen wenig Ressourcen. Damit lässt sich Transportproblem lösen, damit lässt sich Nahrungsproblem lösen und dergleichen. Ja? Man könnte zum Beispiel artifiziell eine Fleischallergie induzieren in der Menschheit. Niemand mag mehr Fleisch. Vielleicht hilft uns das in unserer Klimakrise. Ich weiß nicht. Die Möglichkeiten sind unendlich. Ja? Und dass niemand auf die Idee kommt, das zu probieren, das glaube ich persönlich nicht. Das heißt, wir werden uns vorher wappnen müssen als Menschheit und darüber nachdenken, welche Mechanismen haben wir bereit, um damit umzugehen. Die Philosophen werden uns da viel helfen, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Ihr Blick in die Zukunft. Ja, ich wollte nur kurz hinzufügen, also ich gebe dem Punkt überhaupt recht, dass wir vielleicht dann gar nicht wissen, wie wir eingreifen in die Persönlichkeit, in die Verhaltensweisen, weil das in Wirklichkeit tatsächlich komplex ist. Aber ich würde auch Herrn Weber zustimmen, dass es nicht bedeutet, dass nicht irgendjemand es probieren wird, weil wir Menschen sind halt, neben dem, dass wir sehr prosozial und sozial und kooperativ sind, sind wir auch sehr neugierig und probieren einfach gerne Dinge aus, die dann vielleicht auch schief gehen. Also wir müssen uns sicher wappnen, dass da viel in der Zukunft ist, was schief gehen könnte. Und hier haben wir wieder die Schwierigkeit, so wie es nicht ein Moralsystem gibt, so wie es nicht ein Wertesystem gibt, wird es auch da wahrscheinlich verschiedene Wertesysteme geben, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Und wird es überhaupt möglich sein, ein Wertesystem dazu zu finden? Ist es überhaupt wünschenswert, ein Wertesystem dazu zu finden? Weil vielleicht ist ein Wertesystem, wir Biologen reden immer gern, ob etwas angepasst ist, evolutionär, vielleicht ist in einer Situation ein Wertesystem sehr passend, aber in einer anderen Situation, die sich plötzlich ergibt, könnte ein anderes Wertesystem auch sehr hilfreich sein. Herr Böhm, Ihr Blick in die Zukunft des menschlichen Verhaltens. Ja, weil Lisa jetzt den Vorschlag gegeben hat mit Wertesystem und Sie ja auch nach künstlicher Intelligenz und sowas gefragt haben. Also das ist ja jetzt was, das sehen wir ja jetzt schon. Ne? Also wir sind auf einmal mit viel mehr Mensch-Computer-Interaktion umgeben. Ja, und manche davon finden wir ganz cool und die helfen uns extrem. Und manche sehen wir jetzt schon, dass sie unsere Gesellschaften vor Herausforderungen stellen. Ich glaube, dass wir die nächsten Jahrzehnte, und wenn Sie jetzt an sowas denken wie Extended Reality im Metaverse, ja, wir werden in wenigen Jahren von jetzt an einen Großteil unserer sozialen Interaktionen online, und zwar in echten, immersiven Umgebungen führen. Und da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Wir können Kommunikationsvarianten, Gesundheitskommunikation in einer viel effektiveren Art und Weise machen. Und Sie sehen, ich male hier ein sehr positives Bild und ich bin mir sehr wohl bewusst, dass es auch ganz viele Möglichkeiten für Missbrauch gibt. Und weil du gesagt hast, Wertesystem, ich glaube, eine große Herausforderung für die nächsten Jahrzehnte wird sein, was für Werte wir uns setzen, wie wir unsere Umwelt, unsere veränderte Umwelt in einer Mensch-Maschine-Interaktion, wie wir die gestalten wollen. Wie wollen wir diese veränderten sozialen Interaktionen gestalten, sodass wir Prosozialität erhalten und eben nicht degenerieren auf die eine oder andere Art und Weise und die Vorteile von künstlicher Intelligenz nutzen. Und ich glaube, die nächsten 10 Jahre geht es bergauf und dann müssen wir gucken, dass es nicht wieder bergab geht. Aber dafür müssen wir jetzt die Entscheidung, und es gibt ja auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier an der Universität Wien und an anderen Universitäten, die eben diese Herausforderungen jetzt annehmen, wie wir Mensch-Maschine-Interaktion in der Zukunft gestalten können und welches Wertesystem wir da aufbauen. Unser Publikum hat hochkonzentriert zugehört und ganz viele Fragen geschrieben. Die das noch nachreichen möchten, können gerne Slido verwenden. Und wir haben, glaube ich, auch dann ein Saalmikrofon. Da müssen Sie dann kurz irgendwie Hand heben, dass ich Sie sehe, dass Sie was sagen wollen. Schriftlich eingereicht ist zum Beispiel die sehr gute Frage, seit wann gibt es Humor? Weiß das jemand? Ich würde sagen, da sind die empirischen Quellen dünn, aber ich vermute relativ lange.
Ja, Sie reden immer von Kooperation und wenn man einen Mitmensch zum Lachen bringen kann, entsteht Zuneigung. Das ist etwas, was ganz viele positive Vorteile hat. Jeder gescheite Person mit ein bisschen Lebenserfahrung weiß, man kann mehr mit Humor und Lust und Freundlichkeit bewegen als mit Gewalt, wenn es um demografische Vorteile, Courtship, ja, man will man mit, weiß ich, man sagt, ja, Schönheit kommt und geht, aber guter Humor, gute Diskussion, gute Ambiente, das Miteinander hängt von sowas ab. Das ist sicherlich etwas, was selektiert wird, was auch biologische Vorteile hat und kulturell auch weitergegeben wird. Wie das sich entwickelt hat, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, spätestens vor 40.000 Jahren gab es sicherlich einen guten Humor und wahrscheinlich einen Tick früher. Und Leute mit Humor kamen oft gut über die Runden, würde ich behaupten. Mhm. Und haben sich wahrscheinlich gut fortgepflanzt. Das Gleiche geht wahrscheinlich gut mit Musikern und Künstlern wahrscheinlich auch. Hat auch prosoziale Effekte. Haben Sie da was in Ihrer Forschung gesehen, vielleicht auch bei Tieren? Ja, also Humor ist natürlich wahnsinnig schwierig nachzuweisen, aber so Dinge wie Spiel zum Beispiel, also lustvolles Spielverhalten, dass ich eine Aktion wieder und wieder ausführe, die eigentlich gar keinen Sinn hat, wie zum Beispiel eine Krähe, die ein Dach hinunterrutscht, das sehen wir natürlich bei nichtmenschlichen Tieren auch. Aber ich denke, die Lage ist klar. Verbringen Sie lieber Ihre Zeit mit jemandem mit Humor, wo es kurzweilig ist, oder mit einem humorloser Mensch? Natürlich ist es vorteilhaft, Humor zu haben, und das wird höchstwahrscheinlich in irgendeiner Form selektiert. Die Details kann man sicherlich diskutieren, aber sicherlich ist es evolutionär nützlich. Mhm. Eine andere Frage von einer Zuschauerin, einem Zuschauer ist, vorhin wurde vom Zusammenleben moderner Menschen und archaischer Menschen gesprochen. Gibt es Hinweise darauf, wie dieses Zusammenleben ausgesehen hat? Gab es Abhängigkeitsverhältnisse? Beziehungsweise nutzten die modernen Menschen ihre Überlegenheit aus? Hat da jemand Erkenntnisse? Ich würde sagen, das ist mein Fachbereich. Es spielt sich mal so aus. Ja, es gibt Situationen, wo eindeutig belegt ist, dass Zuneigung oder zumindest Paarungen stattfanden. Man kann spekulieren, wie das aussah, aber ich würde behaupten, dass es manchmal im positiven Sinne gefunkt hat und nicht, dass es immer in einer gewalttätigen Situation war. Es gibt Situationen, wo die Gruppen sich vermieden haben. Jetzt ohne in zu viel Details gehen zu wollen, gibt es stratigraphische Situationen, wo es eine Trennung gibt zwischen den letzten archaischen Menschen und den ersten modernen. Es gibt Situationen, wo die aufeinander sind, wo der Wechsel relativ schnell ging. Es gibt auch diese Situation, wo es vielleicht mehr ein Miteinander war. Aber der Punkt ist, man kann nicht verallgemeinern. Man braucht die empirischen Beobachtungen vor Ort. Ich denke an die Fragen Großzügigkeit, was Gerhard und Lisa angesprochen haben. Das ist kulturell bedingt. Es gibt sehr unterschiedliche Formen, wie man miteinander umgeht. In der Wüste unter Nomaden geht man ganz lieb mit Fremden um. In Schwaben kann man lange warten, bis jemand dich zu einem Bier einlädt. Und in England geht es ganz schnell und in Wien ist irgendwo in der Mitte, nach meiner Erfahrung. Aber ich denke, wir werden gut behandelt im Anschluss. Herr Weber, für Sie eine Frage aus dem Publikum. Sind diese Mechanismen unserer Selbstdomestikation neu? Oder haben wir Ähnliches nicht bereits über Kultur gemacht, nur eben jetzt mit neuer Technologie? Die Mechanismen der Selbstdomestikation, die haben wir noch gar nicht angesprochen, aber das spielt sicher eine Rolle und wir sehen das auch physisch, also man sieht bei domestizierten Tieren, dass sich die auch körperlich verändern, also kleinere Schnauze zum Beispiel, kleinere Zähne, kleineres Gehirnvolumen, so ein bisschen kindlicheres Aussehen, und das spielt sich auch bei uns ab, eventuell schon seit 300.000 Jahren. Das könnte damit zu tun haben, dass weniger Aggression zu haben in größeren Gruppen einfach ein Vorteil war und wir uns in diese Richtung hier einfach entwickelt haben, um erfolgreicher zu sein. Diese größeren Gruppen, von denen wir zuerst gesprochen haben, beim modernen Menschen, die haben natürlich Vorteile, weil es eine Spezialisierung gibt. Und wenn wir Nix-Funde uns da anschauen, diesen Löwenmenschen, den hat ja nicht irgendjemand gemacht, weil ihm fad war, sondern das war einer aus der Gruppe, der begabter war. Und wenn man sich diese Höhlenmalereien anschaut, wo die Leute
800 Meter in den Berg hineingingen. Das ist auch heute noch ein tödliches Unternehmen, wenn sie kein Licht haben. Aus diesem Irrgarten kommen sie nicht raus. Denen war nicht einfach fad und die haben was auf die Wand gepinselt, sondern das waren hochspezialisierte Teams. Einer konnte wahrscheinlich gut malen, die anderen konnten das Licht machen oder sich orientieren. Ja. Das muss man sich vorstellen. Das geht natürlich in größeren Gruppen viel besser. Ist im Raum jemand eine Frage stellen möchte per Mikrofon da drüben? Ich weiß nicht, genau. Sie sind gesehen worden. Das Mikro müssen wir noch einschalten, bitte. Versuchen Sie es. Na? Sagen Sie mal, machen Sie einen Test. Na? Können Sie auf diesen roten Punkt drücken? Da ist ein roter Punkt. Ja, ja, versuchen Sie es, bitte. Dann stelle ich die nächste Frage aus dem Slido und Sie sind dann dran, sobald die Technik das Problem gelöst hat. Ein Zuschauer fragt, ist es auch ein Unterschied zur Tierwelt, dass Menschen auch kranke, verletzte, behinderte Menschen unterstützen und in ihre Gesellschaft integrieren können? Etwas, das quasi gegen die Evolution arbeitet. Ja, ganz klar. Es ist empirisch belegt, dass auch bei Neandertaler es Situationen gab, wo man den Mitmensch gepflegt hat. Wo bemerkt, bei archaischen, modernen Menschen gibt es auch Belege dafür, dass die einander gegenseitig gegessen haben. Da findet man alles. dazu gibt es eine ganz einfache Antwort. Man muss sich vorstellen, dass der einzige Datenspeicher bis vor kurzem, als wir Schrift entwickelt haben, das Gehirn der Menschen war. Das heißt, es kann riesen Sinn machen, einen alten Menschen in der Gesellschaft, auch wenn er kostet, sozusagen, ich muss ihn ernähren, er kann nicht mehr mit jagen gehen, aber den am Leben zu erhalten, weil in seinem Gehirn sind die Dinge gespeichert, die es vor 30 Jahren gegeben hat. Das weiß kein anderer mehr in der Gruppe, aber er weiß es oder sie weiß es. Das heißt, als Datenspeicher sich um den zu kümmern, macht riesen Sinn, auch aus evolutionärer Sicht. Ja, ist auch ein Aspekt von der Grandmother-Hypothese. Alte Leute dabei zu haben, hat viel Vorteile. Alle, die Kinder haben, wissen, das ist ganz nett, wenn man ja, die Kinder bei den Großeltern parken kann. Auch das Wissen, was die haben, ist evolutionär wichtig. Und wir sind auch das einzige, die einzige Primatart, die länger lebt nach der Periode der Reproduktion. Das heißt, auch das wurde aktiv selektiert über die Jahrhunderttausende und ist ein riesiger Unterschied zu anderen Primaten. Also, wenn ich richtig informiert bin, gibt es das auch bei Walen. Ja? Also das interessante Phänomen der Menopause gibt es auch bei Walen. Ne? Da haben wir auch eine Familienstruktur, dass es die Großmutter gibt oder sogar Tanten und ähnlich bei Elefanten. Und ich würde noch gerne erwähnen, dass Ameisen auch ihre Verletzten abtransportieren. Mhm. Also ganz so beschränkt auf den Menschen ist das nicht. Ich sprach von Primaten. Ja, okay, aber... Funktioniert das Mikrofon inzwischen? Probieren Sie es mal. Ja, funktioniert, hallo. Schönen Abend. Eine Frage, was mich interessieren würde, ob Sie glauben, im Podium, ob es ein Zeitalter, eine Lebensform für die Menschheit gab, wo sie ideal war. Also von der kognitiven, von der Physis, den Sinnen gerecht. Also einfach eine Lebensweise, wo man sagen kann, das war eigentlich das beste Momentum. Und dann gerne würde ich noch weiterführen, weil jetzt spätestens seit der industriellen Revolution wurden wir immer arbeitsteiliger, komplexer. Das ganze Leben besteht aus Abhängigkeiten. Wenn man jetzt zum Beispiel sich überlegt, dass Ernährungsunverträglichkeiten sind, dass der Bewegungsapparat teilweise generiert ist, dass Kinder schon keinen Purzelbaum oder Kleinigkeiten mehr umsetzen können, dass wir einen riesen Ressourcenverbrauch haben. Also glauben Sie, dass es für uns eine Zukunft gibt, eine Zivilisationsstufe, die die Menschheit erreichen könnte, unter diesen Technologien, unter diesen Bedingungen, allerdings natürlich lebenswert? Unter welchen Bedingungen? Ich habe das akustisch nicht mitbekommen. Also ob wir praktisch da... Also Sie haben schon eine Antwort. Ja, also ist immer die Frage, was ideal ist. Ne? Also wenn Sie in einer Umwelt sind, wo Sie halt auch wieder draufgehen können, weil, weiß ich nicht, der Tiger Sie fängt oder das Auto über Sie drüber fährt, dann ist das sicher nicht ideal. Ne? Also, aber es ist dann eben auch die Frage, ob diese Art von Idealität, das ist vielleicht nicht die, die Sie meinen. Ne? Der Tod ist immer mit uns, Krankheit, Tod und so, der Wettbewerb in der Wildnis.
Kultur hat sicher mal die, und Zivilisation hat sicher mal die Situation des Menschen in gewisser Weise entschärft und so eine Art Puffer um uns herum gebaut. Das ist halt, wir müssen zwar aufpassen, wenn wir auf die Straße gehen, aber zumindest gibt es hier keine wilden Tiere und so. Das ist sicher wahr. Also hier, hoffe ich. Ja, die Zukunft, ich denke, es ist wirklich ein ganz entscheidender Punkt, an dem wir stehen, wo wir uns zusammentun und über uns ernsthaft nachdenken müssen. Und natürlich der Ressourcenverbrauch und die Frage des Verhältnisses zwischen Mensch und Umwelt ist ganz entscheidend. Ich persönlich halte es für durchaus möglich, dass wir uns zusammenraufen können und mit vereinten Kräften auch einfach eine neue Vision entwerfen. Ich denke, das ist vielleicht etwas, was typisch für den Menschen ist, dass wir tatsächlich diese Visionen haben. Ja, wir können uns eben einen zukünftigen Zustand vorstellen, können uns sozusagen da hinein projizieren und in einem Gemeinschaftsakt versuchen, diesen Zustand auch herzustellen. Das ist eine große Chance, die wir haben. Das heißt nicht, dass wir dieses tatsächlich dann auch schaffen, aber wir können uns darum bemühen, um ja, vielleicht das Anthropozän zu überwinden. Ja. Ich wollte auch einwerfen, die Frage natürlich, wenn man fragt nach Ideal, ist auch ideal für wen? Mhm. Also ist es ideal, ist es für jeden gleich ideal? Ist wahrscheinlich die heutige Zeit nicht, aber für sehr viele von den Menschen ist es natürlich angenehmer, nicht vom Tiger gefressen zu werden, sondern in dieser Struktur zu leben, wie wir heute leben. Aber ist es auch ideal für unsere Nachkommen, wie wir heute leben? Wahrscheinlich nicht. Also, und da kommt sicher dieser Aspekt zusammen, dass wir eigentlich, wir müssten nicht nur über unseren heutigen Zustand nachdenken und ob der für mich jetzt sehr gemütlich und bequem ist, dass ich essen kann, was auch immer ich essen will und die Energie habe, die ich eben gerade mal verbrauchen möchte, sondern vielleicht anzufangen, darüber nachzudenken, na, wie ideal ist es für die Generationen, die nach mir kommen noch. Gibt im Saal noch eine Frage? Dann schicken wir das Mikro. Sieht nicht so aus, dann danke ich dem Podium ganz herzlich für die Diskussion und auch Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und freue mich auf die nächste Semesterfrage, da geht es ums Thema Demokratie. Vielen Dank und auf Wiedersehen.